Es interessiert mich nicht, was Sie für Verabredungen haben. Auch wenn Feierabend ist, kümmern Sie sich zuerst um die Gäste. Hab ich mich klar genug ausgedrückt? Dann ab an die Arbeit. Na, Lust auf einen Waldlauf? Keine Zeit. Gibt's Ärger? Wenn man alles durchgehen lässt, dann gibt's hier bald kein Hotel mehr, sondern eine Jugendherberge. Sehr gut, übernimmst die preußischen Tugenden. Es geht um Sandra. Sie braucht einen Partner, der nicht viel nachdenkt. Und der naiv genug ist, diesen Wahnsinn, diese Schwangerschaft zu unterstützen. Ich kann das nicht. Du solltest mitlaufen. Das macht den Kopf frei und bringt dich ein bisschen runter. Du hast scheinbar auch nötig, oder? Na gut, ich zieh mich um. Aber beschwer dich nachher nicht über mein Gejammer. Ich fürchte, dafür sind Freunde da. Er heißt Wolfgang Degen und wird auch Führungskräften wie Ihnen auf die Finger schauen. Ich lass mir doch nicht von einem Externen in die Suppe spucken. Also das hätte ich jetzt auch nicht besser ausdrücken können. Ihre Ex-Frau ist die Direktorin und ich habe zugestimmt. Oh, warum wundert mich das nicht? Mein Sohn als kommissarischer Verwalter von Rosalies Anteilen wird auch nichts dagegen haben, denn der hat im Moment andere Sorgen. Da hocken ja die richtigen Hotelexperten beisammen. Was das kostet. Der Herr arbeitet sehr günstig. Der Herr ist Unternehmensberater, nicht Sozialarbeiter. Der denkt am ersten an sein Geld. Na, der nicht. Vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass er ein alter Verehrer von Frau Saalfeld ist. Na prima. Wird immer professioneller. Ja, wie auch immer. Die Sache ist jedenfalls beschlossen. Meine Herren? Das ist so ein Schwachsinn. Alle Welt muss sich heutzutage beraten lassen. Sag mal, Bruderherz, kann das sein, dass ich da einen Hauch von Eifersucht bei dir spüre? Ich führe eine glückliche Beziehung mit Astrid. Wieso sollte ich? Gute Frage. Jedenfalls finde ich, dass Charlotte durchaus einen heißen Verehrer verdient hat. Ich habe im Moment genug Sorgen wegen Sandra. Mich wurmt einfach, dass heutzutage so zweifelhafte Praktiken eingeführt werden, nur weil Berater gerade modern sind. Dich wurmt doch nur, dass deine Kompetenz angezweifelt wird und dass sich jemand für deine Ex-Frau interessiert. So, Peter, jetzt bringen Sie bitte erst die Koffer rauf und dann machen Sie mal diese Erledigungen im Dorf. Ich beeil mich. Jo. Entschuldigung, aber die Geschäftsleitung hat wirklich zugestimmt, dass Sie mich hier eine ganze Schicht lang beobachten dürfen. Ich versuche nur zu ermitteln, wie die Arbeitsabläufe am Fürstenhof funktionieren. Ja, das kann ich Ihnen auch erzählen. So viel passiert hier nämlich gar nicht. Jetzt stellen Sie Ihr Licht mal nicht unter den Scheffel. Ihre Position hier ist eine der wichtigsten Schnittstellen. Ah, ich verstehe schon. Und deshalb werde ich besonders gründlich überwacht. Herr Sonnbecher, am besten wäre es, wenn Sie mich einfach gar nicht beachten. Mhm. Hotel Fürstenhof, Rezeption Sonnbechler, was kann ich für Sie tun? Alfons, ich bin's. Machst du heute Abend lieber Schweinsbraten oder Leberknödelsuppe? Leberknödelsuppe. Wie bitte? Leberknödelsuppe. Gut. Und kommst du pünktlich? Ja, ich denke schon. Also dann, bis später. Warte, da fällt mir ein. Hast du mitbekommen, dass der Fürstenhof von einer Unternehmensberatung geprüft werden soll? Ja, Hildegard, aber ich kann jetzt gerade nicht reden. Warum nicht? Servus, bis später. Müssen Sie euch oft Privatgespräche führen? Nein, eher selten. Das war nur meine Frau und die arbeitet ja auch im Hotel und da müssen wir eigentlich ganz selten telefonieren, weil wir sehen uns ja ständig. Arbeitet Ihre Frau auch hier in der Rezeption? Nein, in der Küche. Wie soll ich Sie denn nicht beachten, wenn Sie jede meiner Bewegungen protokollieren? Da wird man doch wahnsinnig. Das geht am Anfang jedem so. Daran gewöhnt man sich schnell. Ah ja, noch eine Frage. Als Chefportier geraten Sie da oft in Stresssituationen? Musik.
Schon wieder. Hoffentlich liegt das nicht an den Medikamenten, dass mir so schlecht ist. Vielleicht kommt das auch von dem Streit mit Lukas. Ich darf mich einfach nicht so aufregen. Und vor allem, ich darf mich nicht von Lukas Angst anstecken lassen. Wenn ich nicht positiv denke, wer dann? Na, alles in Butter? Ja. Ach, Simon, jetzt schau doch nicht so. Es ist alles in Ordnung. Na, okay. Du, ich wollte eigentlich auch nur wissen, ob ich dir was mitbringen soll. Ich fahre jetzt nach München. Nein, danke, das ist lieb. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, da bist du zu beneiden. Also, bis später. Tschüss. Also, wenn du bei Sandra genauso vorpresst, dann kann ich sie verstehen. Lukas, die Situation ist noch nicht so dramatisch, dass man durchdrehen müsste. Du hättest dir von deinem Traum nichts erzählen sollen. Danke, das weiß ich selbst. Aber ich habe zwei Menschen verloren, die mir sehr viel bedeutet haben. Wenn Sandra auch was passiert, dann... Lukas, dazu wird es nicht kommen. Mir liegt Sandra sehr am Herzen. Aber sie hat sich nur mal entschieden, das Kind zu bekommen. Ja. Ich gehe davon aus, dass sie die neue Medikation verträgt. Und wenn nicht, dann greife ich sofort ein, versprochen. Kannst du damit leben? Danke. Zeig mir deine Dankbarkeit, Liebe, dass du nicht läufst wie eine Schnecke. Komm! Hi. Na, da bist du ja. Zur Abwechslung mal wieder gute Laune. Was ist denn los? Für Tanja? Mhm, für dich. Habe ich meinen Geburtstag verpasst, oder? Vielleicht den von Kai. Aha, daher wird der Wind. Hast ein schlechtes Gewissen. Sind das Zusatzschienen für Fabians Eisenbahn, damit ich mehr mit ihm spiele? Ah, nee, viel zu leicht. Vielleicht doch eher Pralinen? Wo bleibt denn deine weibliche Intuition? Ich bin Kerl, schon vergessen? Das Kleid aus der Zeitung. Na, jetzt sag bloß, dir gefällt's nicht mehr. Entschuldigung, du hast doch so darauf gepocht, dass ich mir das aus dem Kopf schlagen kann. Ja, du sollst jetzt auch nicht gleich damit rumrennen, aber bevor du völlig zum Jungen mutierst, ich bin mir ganz sicher, Katja, irgendwann wirst du es tragen. Manchmal vergesse ich fast, wie schön das wäre. Ja, das sollst du nicht. Aber mein Anpfiff, den darfst du vergessen, das war nämlich dämlich. Danke, großer Bruder, danke. Wenn du dich jetzt öfter so bei mir entschuldigst, dann kannst du jetzt immer so blöd sein. Na, willst du es nicht mal anprobieren? Ja, klar. Ben, warte mal. Wir müssen einmal reden. Von Mann zu Mann. Wie geht's denn deinem Mann, dem Pumpsdings, deinem Freund? Als ob dich das interessieren würde. Das ist für mich als Bürgermeister eine total schwierige Situation. Vielleicht solltest du dich einmal untersuchen lassen. Von einem Arzt. Ich brauche keinen Arzt. Ben, du bist kein Homo sapiens. Weißt du, was ich meine? Der Kai, das ist nichts für dich. Onkel Leusel, ich liebe sie. Und damit basta. Sie? Siehst du jetzt? Mann, jetzt bringst du mich schon ganz durcheinander. Der Kai, der spielt Frau bei euch, das ist ja völlig verdreht. Beim Madelgang ist doch viel einfacher. Ich kenne so viele nette Madels in der Gegend. Hilf da, wenn's willst. Ich brauche deine Hilfe nicht. Und ich brauche auch keine andere Frau. Keine andere Frau? Der Boy ist ja völlig durcheinander.